beide Teams sind sich ja auch schon gegenübergestanden in dieser Saison. Insgesamt dreimal, wenn man die Vorbereitungsspiele dazu zählen darf. Und alle dreimal gegen Rosenheim als Sieger vom Eis. Also voll Tschechien. Aber der Gastgeber führt jetzt. Der Gastgeber führt jetzt. Und der Torschütze ist Manuel Neumann, der den Pass, den er bekommen hat, direkt. Wie gesagt, auch da die Quote bei 23%. Und hier kommt der Schuss und hier ist er drin. Maxi Vollmeier stießt das 2:0 für die Star Bulls Rosenheim. Und da sehen wir eben, wie erfolgreich, wie effizient mittlerweile das Powerplay bei den niederdeutschen Eishockey-Fans natürlich. Und er hat Philipp Grubauer auf dem Helm, deutschen Nationaltorwart und aktuellen Stanley Cup-Sieger. Aber dennoch hat er jetzt den ersten Gegentreffer schlucken müssen. Und Regensburg ist dran. Jetzt ist der erste Treffer da. Und der Torschütze, ja, es war die Nummer 72. Ja. 23-jährige, ja, und der Ausgleich, da ist der Ausgleich. Wieder Schuss von der blauen Linie. Schlenzer und Steinhauer greift daneben, beschwert sich da wieder bei seinen Vordermann, hat vermutlich nichts gesehen. Hat man einen 2-Tore-Vorsprung hergegeben, aber jetzt ist er wieder da, der 1-Tore-Vorsprung für Rosenheim. Und da sieht man es, man bringt einen Schlenzer nicht hart in Richtung Tor und schon wird sie irgendwie abgefälscht. Ja, und auch die Scheibe nur minimal abfälscht und schon ist sie im Netz. Nächster Schlenzer und nächster Treffer, wieder von der blauen Linie und wieder ist es Bühler mit seinem zweiten Tor diese Spielzeit, mit seinem zweiten Tor am heutigen Abend und wieder wird Steinhauer von der blauen Linie. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Schön, schön gespielt, frei im Slot, Leo Tausch und den lässt er sich nicht nehmen. Da kommt er völlig frei zum Abschluss, Leopold Tausch. Hat noch im ersten Drittel gesagt bei Dobbin Kuhn, ja, wenn er ein Tor schießt, ist das natürlich erst ein Highlight für mich. Ja, und das macht er. Lecker, und wird die Scheibe verpasst. Und damit gewinnt der EV Regensburg, damit gewinnen die Eisbären das Topspiel der Oberliga Süd mit 4:3 in Rosenheim und haben damit auch das erste Mal in Rosenheim ein Punktspiel gewinnen können, feiern dies natürlich ausgiebig. Ja.